zur dritten Folge der Süddeutschen Tour mit mir, der Hans-Jürgen Fock. Heute sind wir in Ingolstadt. Dritter Tag ist heute Ingolstadt. Und wir werden heute uns heute wieder erstmal gucken, was es in Ingolstadt so gibt. Wir werden auf dem Bahnhof fahren und einfach machen wir eine kleine Fahrt. Und zwar in die Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt, wo man 300 km/h fahren kann. Und dann fahren wir mit dem RE1 ein paar Stationen bis zu einer bestimmten Stelle, wo wir dort ein bisschen auch Bissen draufgehen können und dann die Züge mit 300 km/h durchrauschen können. Sehen. Ja, ich würde sagen, wir reden gleich nicht mehr so viel und wir legen gleich los. Los geht's.
Also das finde ich, das waren ungefähr fast 300 km/h. Oder wann ist wir fahren hier mit 300 km durch. Wenn ihr mehr wisst, ich bin ja an der Station Kinding Altmünntal. Und sag mir, ob die Züge mit 300 km/h fahren oder ein bisschen langsamer. Thank you.
diesem Video. Und das war's auch mit der Tour Ingolstadt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ingolstadt war es auch so ähnlich wie Augsburg. Es ist vielleicht ein Ticken in Sandratz. Ein Ticken in Sandratz. Besonders bei dieser, die 190 km/h schnell RE1, die fährt. Und auch hier die Schnellverstrecke, wo man mit Tempo 300 fährt. Aber trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo, ein Like da und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas aufgefallen ist oder für irgendwelche Feedback und so. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns der nächste Tour wieder. Die nächsten Morgen ist dann Regensburg. Warte. Regensburg an der Reihe. Jawohl. Also bis dann, bis morgen. Und dann, bis dann und ciao, ciao.